Das Funktionsteam, es funktionierte. Chefcoach Berti Vogts und sein Mann direkt an der Linie, Pierre Littbarski. Bayer 04 Leverkusen mit neuem Gesicht und es lachte. Aber erst nach dem Seitenwechsel, exakt 40 Sekunden nach Wiederanpfiff, Bernd Schneider die Führung und Trainer Nummer 3, Toni Schumacher, durfte danach fleißig notieren. Das zweite Tor knapp 2 Minuten später, rote Karte gegen den Stuttgarter Balakow nach diesem Handspiel auf der Torlinie und das 2:0 durch Ulf Kirsten. Die Sache eindeutig, für den VfB ging es jetzt nur noch um Schadensbegrenzung, aber Leverkusen zauberte. Michael Ballack, exzellente Ballbehandlung, 3:0 für die Gastgeber, das Ganze innerhalb von gut 5 Minuten. Rudi Völler und der Manager Rainer Kallmund lange nicht mehr so lachen gesehen und es wurde noch lustiger. Torhüter Hildebrand gegen Ballack, klare Sache, Strafstoß Nummer 2 und Tor Nummer 4. Ulf Kirsten zum 4:0 Endstand, alles in Ordnung in Leverkusen, in Stuttgart allerdings geht's wohl weiter mit dem munteren Stühlerücken.